So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich will mal ausnahmsweise gar nicht groß um den heißen Brei herumreden. Ich habe hier etwas aus der Prepper- und Survival-Szene, möchte ich meinen. Das ist ein sogenannter Get-Home-Bag, also zumindest das, was ich mir darunter vorstelle. Ja, und damit möchte ich euch jetzt kurz auf die Nerven gehen. Und zwar nicht nur einfach zeigen, was ist da drin, sondern auch, was mache ich damit und wie soll das ablaufen, falls ich den mal brauchen sollte. Der liegt normalerweise im Kofferraum von meinem Auto, ist auch wirklich schwer. Darf er aber auch sein, weil der soll vom Kofferraum nicht weit getragen werden. Der ist jetzt mehr so als, wenn ich unterwegs bin, noch eine zusätzliche Möglichkeit, falls irgendwas passiert, und zwar was Realistisches, beispielsweise ein großes Autounfallgedönsdingens auf der Autobahn oder sowas. Sowas ist ja leider sehr realistisch. Dafür ist der gedacht. Der ist nicht so sehr gedacht für, ich laufe damit jetzt von Köln nach Hause oder von wo auch immer. Ne? Das geht natürlich auch. Dann würde ich allerdings bestimmte Dinge im Auto zurücklassen, die ich dann zum Wandern nicht unbedingt mitschleppen würde. Aber so in der Standardfüllung, wie wir ihn hier gerade sehen, ist der echt sauschwer und nur dafür gedacht, vom Auto quasi in den nächsten Wald oder aufs nächste Feld oder wohin man auch immer Platz hat, zu laufen, um sich da dann jetzt gegebenenfalls irgendwie ein Lager aufzuschlagen, falls man das dann möchte, oder auch für andere Bedürfnisse etc. pp. Die ganze Philosophie dazu, die kommt später. Was ich jetzt machen möchte, ist wirklich eben schnell zeigen, was da drin ist und ein bisschen was davon auch benutzen. Hier hängt noch eine Tasse außen dran, dazu kommen wir gleich. Im Prinzip geht es jetzt erstmal um die BW-Zeltbahn, die ich hier unten dran geschnallt habe. Dann habe ich noch zwei ziemlich schwere, aber gut funktionierende Zeltstangen, damit das Ganze ein bisschen fix geht und man sich nicht lange überlegen muss, was man noch so braucht. Und normalerweise im Deckelfach, auch wenn ich es jetzt bereits in der Hosentasche habe, ist noch ein Set Tarpaufbau-Zubehör. Und das kommt jetzt vor allen Dingen erstmal zum Einsatz. Und danach sehen wir weiter und ich baue jetzt hier einfach einmal schnell einen Tarp auf und kommentiere das auch gar nicht groß. Also ab jetzt. Okay, ich kommentiere es doch. Diese Stangen, die gibt es in zig, diese kannst du auf was weiß ich wie viele verschiedene Längen einstellen. Ich brauche die jetzt natürlich nicht mannshoch, auch wenn das theoretisch geht. So ist jetzt eigentlich noch zu hoch, so mache ich es jetzt aber trotzdem. Und bei der anderen auch. Und die anderen Segmente lasse ich jetzt einfach mal kurz weg. So. Die habe ich schon ewig. Die haben also schon bessere Tage erlebt. Gut. Zack, zack. Zeltbahn ausrollen. So, an dieser Stelle langt mir das jetzt auch mit dem Aufbau. Das ist jetzt natürlich nicht zum Schlafen. Das ist jetzt mehr einfach demonstrativ, um das Ding mal schnell aufgestellt zu haben. Wenn ich jetzt schlafen wollte, da wäre das viel zu hoch. Ne? Das ist ja nicht sonderlich breit. Da müsste man noch ein Gestellesegment rausnehmen oder halt entsprechende Stöcke nehmen, die die richtige Höhe haben. Oder man spannt es zwischen zwei Bäumen. Da gibt es natürlich noch diverse Möglichkeiten. Aber einfach aus Gründen, dass es schnell gehen kann und aus Gründen der Flexibilität habe ich halt eben diese Gestängesegmente dabei. Und was noch erschwerend dazu kommt, warum ich die dabei habe, ich habe die rumliegen. Denn
so ein bisschen die Philosophie, hoppala, hinter diesem Rucksack ist, ich habe so viel Ausrüstung, ich kann es mir problemlos leisten, ohne zu wenig Ausrüstung im Keller zu haben, mir einen Ready-to-Use-Rucksack zusammenzurichten, den ich wirklich in den Kofferraum schmeiße und vergesse. Und wenn dann doch mal irgendwo was ist, wenn ich irgendwo eine Waldübernachtung plane und habe aus irgendwelchen Gründen, weil das Wetter schlechter wird als gedacht, irgendwelche Ausrüstung zum Beispiel nicht dabei oder ich habe irgendwas vergessen, einen Löffel, eine Tasse, einen Topf, was auch immer. Oder beschließe, ich will jetzt irgendwie ein größeres Bauprojektchen, also größer für meine Verhältnisse, Bauprojektchen starten und hätte doch mal ganz gerne eine Säge oder will doch mal ein bisschen Holz spalten, etc. etc. pp. Dann habe ich halt jetzt eben entsprechend im Auto rumliegen diesen Rucksack. Ne? Der enthält im Wesentlichen ja, Notfall-Equipment. Also nicht nur zwingend Bushcraft-Notfall-Equipment, sondern einfach so ein bisschen Zeug, was ich gerne im Auto liegen hätte, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und passiert irgendwas Unvorhergesehenes. Und das Ganze möglichst universell und wichtig halt eben auch nur Ausrüstung, die ich sonst nicht vermisse. Da sie ja dann in diesem Rucksack ist. Die soll da auch immer drin bleiben, bis ich sie mal brauche. Und die soll nicht für irgendwas anderes verwendet werden. Es sei denn wirklich mal ganz, 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 ganz ausnahmsweise. Aber der Weg liegt wirklich komplett fix und fertig. Jetzt auch schon einige Wochen entsprechend in meinem Auto rum. Ja, und das zur Konzeption bzw. zur Philosophie dahinter. Das machen wir nochmal in einem Extra-Video, weil dazu muss ich sowieso mal demnächst wieder rum philosophieren. Was da jetzt schon vorne dran war, haben wir ja gesehen, das war die Zeltbahn. Im Deckelfach wäre eben so ein ähnlicher Beutel. Ich habe jetzt den genommen, weil der gerade sowieso mal wieder ein bisschen sauber gemacht werden muss und die Heringe sauber gemacht werden müssen und so weiter und so fort. Aber normalerweise ist da ein anderer Beutel drin, das habe ich jetzt eben noch schnell ausgetauscht. Nahezu identisch. Ich habe mehrere von diesen Tarp-Aufspannbeutelchen, die bestehen immer aus irgendwas, je nachdem welche. Es gibt den Tarn-Tarp-Aufspannbeutel, es gibt den Signal-Tarp-Aufspannbeutel und es gibt den Universal-Tarp-Aufspannbeutel. Und je nachdem, welchen Zweck, sind da mehr oder weniger Heringe drin und so weiter und so weiter. Gut, das haben wir jetzt gesehen, ne? Stangen hatte ich erwähnt. Was ist jetzt hier außen dran? Das wird euch wahrscheinlich erst einmal interessieren. Dieses Teil, wer es noch kennt, ist schon eine Weile her, dass ich dazu mich geäußert habe. Das ist der sogenannte kleine gelbe Tod. offiziell nennt sich das Teil Trucker's Friend. Das stammt aus Amiland, habe ich mal geschenkt bekommen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle, falls du das zufällig siehst. Ich mag das nach wie vor total und ich hatte es jetzt auch ein paar Mal im Einsatz. Aber für den normalen Alltags- oder Waldeinsatz ist es mir dann doch zu schwer zum Mitschleppen. Aber im Rahmen eines solchen Rucksacks und wenn dann tatsächlich mal irgendein Notfall ist, wo man auch mal schweres Gerät und man ordentliches Werkzeug braucht, da ist das meiner Meinung nach prädestiniert und das war wirklich die beste Verwendung, die mir dafür eingefallen ist und ich möchte wirklich das Geschenk auch gerne in Ehren halten, aber ich denke, das ist wirklich einfach die sinnvollste Verwendung. Das ist ein Multitool Hammer, Axt, Brecheisen, Nagelrausholer, ja, mit Klingenschutz, hier Axtklinge, die könnte noch etwas schärfer sein. Daran muss ich irgendwann mal arbeiten, dass ich da noch mal ein bisschen mehr Schärfe dran kriege. Klar, allzu scharf soll sie nicht sein. Das ist hier bei euch auch beabsichtigt, aber ein bisschen schärfer wäre cool. Hier hinten Hammerkopf, hier vorne ein Brecheisenelement. Das läuft also schön. Das kannst du wunderbar und dann damit irgendwas aufbrechen. Das komplette Ding ist wahnsinnig robust, hat auch eine gute Schlagfederung. Dieser Griff sitzt hervorragend in der Hand. Auf gut Deutsch, das ist ein Teil zum Kaputtmachen. Ja? Damit kannst du also so ziemlich alles aufbrechen und alles kaputt kloppen, was du eventuell aufbrechen oder kaputt kloppen möchtest. Und das ist jetzt im Sinne von im Auto liegen haben vielleicht gar keine blöde Idee, weil es war wirklich irgendein Unfall ist und man tatsächlich in eine Situation kommt, in der man schneller da ist als die Feuerwehr und tatsächlich vielleicht irgendwas aufbrechen möchte, weil das notwendig ist. Ne? Ich habe da kein Geld für ausgegeben, ich habe das Zeug ja schon rumliegen. Beziehungsweise für manches habe ich vor langer, langer Zeit Geld ausgegeben, aber der Rucksack besteht tatsächlich zu großen Teilen aus wirklich ganz lange rumliegendem Zeug, das nichts mehr wert ist und Geschenken. daher... Was soll's, warum nicht mitnehmen? Ja? Also wirklich ein tolles Werkzeug, macht auch unglaublich Spaß damit zu hantieren und man kann da ganz hervorragend Dinge mit kaputt klopfen. des Weiteren habe ich dann eine Säge, auch wieder ein Geschenk gewesen, ebenfalls. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Du weißt hoffentlich, dass du gemeint bist. Wir sehen uns ja bald.
Fiskars, stinknormale, ausfahrbare Säge. Ist sicherlich nicht die tollste Säge der Welt, aber die reicht vollkommen aus für sämtliche Sägearbeiten, die man im Wald gerade in einer Notsituation wirklich ausführen muss, möchte, sollte und also wirklich, ne, tippitoppi. Also mit der Säge, da kriege ich wirklich alles gesägt, was ich irgendwie sägen will, und richtige, wirklich dicke Stämme umsägen bringt mir nichts, die kann ich eh nicht von der Logistik her. Ich bin ein Mann, ja, ich kann keinen 30 cm Stamm nennenswert durch die Gegend schleppen, und ich weiß auch nicht, warum ich das tun sollte. Bis 10 cm kriegt man damit umgesägt, und das langt vollkommen. Also es gibt keine Belastung im Outdoor-Bereich, der ich irgendwas unter... Keine Situation, die ich mir vorstellen kann, wo ich Holzstämme bräuchte, die dicker als 10 cm sind. Ja, was soll das sein? Will ich da eine Panzerabwehrrampe bauen, oder will ich ein Fort bauen, um mich gegen Zombie-Horden zu verteidigen? Nein, will ich nicht. Kann ich im Übrigen auch gar nicht. Wir wissen alle, meine technischen Fähigkeiten sind begrenzt. Aber auch das wieder ein Gegenstand, liegt rum. Jetzt nicht mehr, jetzt ist er an einem sinnvollen Ort. Des Weiteren, das ist natürlich jetzt etwas kritisch zu betrachten, ist normalerweise im Rucksack, habe ich gedacht, für die Krise in Anführungszeichen. Ja? Hänge ich es mir außen dran, ansonsten ist es im Rucksack, weil muss ja in einem geschlossenen Behältnis transportiert werden. Das ist ein Glock-Feldmesser bzw. Glock-Kampfmesser, hat viele diverse Namen, auch... Glock 81, das Kampfmesser der österreichischen Armee, zumindest ursprünglich mal mit der sinnlosen Sägezahnung auf dem Rücken. Also ich kann damit nichts anfangen. Es gibt Leute, die meinen, die wäre zu irgendwas Nutze. Ist aus psychologischen Gründen dabei, es war noch Platz, ne? dabei, und quasi das Alternativbrecheisen zum kleinen gelben Tod. Ja? Schnitzen kann man damit nicht wirklich, und ja... Ich finde es halt cool, und ja, ne? Im Auto transportieren darf man problemlos. Das ist rechtlich völlig legal. Jo. So, dann habe ich hier eine Stahlflasche. Die ist tatsächlich aus Edelstahl. Nalgene werde ich immer darauf hingewiesen, dass ich das Ding nicht Nalgene aussprechen darf. Da ist drin, und zwar immer, 1 Liter Wasser. Warum Wasser? Naja, ist universell. Und was habe ich mit dem Liter Wasser gemacht, dass ich den nicht ständig durchtauschen muss? Da habe ich ein Mikropur reingeschmissen. Mikropur Forte. Sprich, das Zeug ist mit Sicherheit super keimfrei, so jetzt im verschlossenen Zustand. Und wird das auch sehr lange bleiben, weil Mikropur Forte enthält ja noch zur Wasserkonservierung diese berühmten Silberionen, die da drin sind. Ja, und die machen eben genau das, konservieren Trinkwasser mindestens 6 Monate. Da es vorher schon sauber war, gehe ich davon aus, dass das nahezu ewig da drin trinkbar sein sollte, weil was soll da reinkommen? Die Flasche ist dicht, ich will das jetzt auch gar nicht austrinken. Aber was ich mal machen möchte, ist riechen, ob es noch nach Chlor riecht, weil ich habe es nicht ausdampfen lassen, nachdem ich es zugedreht habe. Nein, alles bestens. Der baut sich ja mit der Zeit dann auch eben zu harmlosen Dingen ab und riecht zumindest nicht mehr. Ne? Ob geschmacklich möchte ich jetzt nicht testen, weil wenn ich jetzt daraus einen Nip nehme, dann Bakterien auf der Mundschleimhaut, an dem Flaschenrand, kommen ins Wasser, können sich potenziell ausbreiten. Das sollte zwar wegen den Silberionen eigentlich unmöglich sein, aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen und habe keine Lust, eine zusätzliche Mikropur-Tablette zu verbrauchen. Aber das ist wirklich ready to drink. Das ist sicherlich einer der realistischen Notfälle, dass man unterwegs irgendwann mal feststellt, oh scheiße, ich brauche was zu trinken, ich habe so Durst und keine Tanke erreichbar und was weiß ich was nicht erreichbar. Und man steht im Stau beispielsweise für viele Stunden und hat wirklich nichts zu trinken, dann ist das die eiserne Reserve. Mit 1 Liter kommt man schon noch mal eine Weile aus. Ne? Also ist nicht unbedingt schön, mehr wäre besser, aber... Ein bisschen tragbar muss der Rucksack noch sein. Ich habe da teilweise wirklich schwere Sachen drin. So eine Zeltbahn wiegt 2,5 Kilo. Der kleine gelbe Tod wiegt 1 Kilo. Messer schwer, diese Stangen hier schwer, alles schwer. Der Rucksack selber nicht schwer. Der Rucksack selber war übrigens auch ein Geschenk, das kommt zum Schluss. Dann haben wir eine stinknormale Edelstahltasse, weil die war auch mal ein Geschenk. Vielen herzlichen Dank auch dazu. Das ist die mit dem super festsitzenden Deckel, was ich gut finde, weil den kann ich so einfach drauf lassen, das Ding aus dem Rucksack transportieren und brauche keine Angst haben, dass mir der Deckel abgeht, weil der wirklich sehr fest entsprechend sitzt. Ne? Nichts weiter drin. Vielleicht mache ich da irgendwann mal ein paar Teebeutel rein oder irgendwelche Späße oder einen Sack Krümeltee oder irgendwie sowas. Dann ist natürlich noch Optimierungsbedarf. Ich zeige euch einfach nur mal, wie es jetzt momentan aussieht. Ich habe hier übrigens, um das Ding
von Evelyns Exemplar zu unterscheiden, wie hier noch so ein kleines Survival-Paracord-Bracelet, Anhängerle, dran gemacht. Die kann man so kaufen, das ist jetzt tatsächlich ein gekaufter. Das ist ein Spezialparacord, da ist drin ein Faden, der brennt, ein Faden, der Angelschnur ist, die üblichen 7 regulären Fäden und also Spezialparacord. An dieser Stelle nochmal ausdrücklich herzlichen Dank für die Rucksäcke. Wir haben da 2 von. Also Evelyn hat auch nochmal genauso einen, wie ich jetzt da eben entsprechend habe. Und ja, also was ich damit gemacht habe, sehen wir ja jetzt hier in diesem Video. Wir sind jedenfalls begeistert und möchten uns auf diesem Wege dann auch nochmal ganz herzlich dafür bedanken. Sie lässt Danke ausrichten, weil vielleicht beim nächsten Video, wo sie dann entsprechend zu sehen ist, nochmal kurz persönlich oder wie wir das dann auch immer machen oder wenn der Rucksack dann mal zum Einsatz kommt, vielleicht auch an dieser Stelle. Also da schauen wir mal, aber Danke wollen wir an dieser Stelle auf jeden Fall beide nochmal ganz ausdrücklich sagen. Danke! Was habe ich denn jetzt eigentlich noch im Deckelfach? Da habe ich ja wie gesagt eben noch ein bisschen was ausgetauscht. Ja, im Deckelfach. Für mich als Mensch mit wenig Haaren und den Hut trage ich tatsächlich nicht beim Schlafen. How shocking, ich schlafe nicht mit Hut. Habe ich hier noch so ein Universal-Kleidungsstück, dingerig. Das ist quasi so ein Schlauchschal mit Schlitz fürs Gesicht. Also man kann sich damit auch als Gangster eben entsprechend ausgeben. Nicht, dass ich jetzt wirklich irgendwelche Kampfeinsätze oder sowas vorhabe. Ja, selbst wenn die Zombies kommen. Das ist ein reiner Zufall und das ist ein Ding, was ich noch rumliegen habe. Ich habe ja schon gesagt, da sind nur Sachen drin, die nutze ich eigentlich so gut wie nie. Die liegen daheim meistens nur rum. Nicht, weil sie mir nicht gefallen, sondern weil ich einfach im normalen Alltag selten ein Anwendungsgebiet dafür habe. Und dazu gehört auch dieses Teil und das kann man auch wunderbar als Mütze tragen. Und das habe ich auch schon auf, bisher der eine Gegenstand, den ich aus dem Rucksack neben dem Wasser, das habe ich zum zweiten Mal jetzt schon aufgefüllt, ist das der zweite Gegenstand, den ich schon mal gebraucht habe. Ja, weil Kopfbedeckung, Mensch mit wenig Haaren, da friert man so schnell am Kopf, das geht wirklich ruckizucki, das ist echt wichtig. Ich mache mir auch noch mal ein paar dünne Handschuhe irgendwann noch dazu, aber da habe ich momentan keine, die ich sagen würde, ach, die benutzt du eh nicht. Deswegen, vielleicht kaufe ich mir da auch wirklich mal ganz, ganz einfache beim Discounter oder irgendwie sowas. So, außen noch was? Nein, außen nichts mehr. Dann kommen wir kurz zum Rucksack selber. Ne? Das ist ein 40 Liter Frameless, der hat also keinen Rahmen. Dadurch, dass ich ihn super vollgepackt habe, trägt er sich trotzdem, na gut, er ist halt sauschwer. Aber davon abgesehen, trägt er sich hervorragend. Also Trageeigenschaften wirklich, wirklich gut. Hat so einen schönen geraden Rücken. Der liegt natürlich am Körper an. Der Rücken ist auch weich, weil das meiste, was da hinten am Rücken anliegt, tatsächlich Material ist, das gut polstert. Schultergurte, ne? Die üblichen Trageriemen, der lässt sich auch in sich selbst in seiner eigenen Deckeltasche verpacken, hat auch einen Hüftgurt, man kann den also wirklich gut anzerren, man kann dann mit dem Ding auch mal ein paar Schritte rennen, falls man es aus irgendwelchen Gründen eilig haben sollte. Ich glaube wirklich nicht dran, dass uns da irgendwelche Katastrophen drohen, aber ich finde es einfach beruhigend, so ein Ding zu haben, wenn man ohnehin überzählige Ausrüstung rumliegen hat. Ich sage das noch ein paar Mal in diesem Video. Ja, einfach damit mich keiner jetzt zu irgendeinem Verschwörungstheoretiker, Katastrophen, Herbeisehner oder was auch immer ernennt. Es geht mir einfach nur darum, was ist, wenn halt doch mal was ist. Und verflucht nochmal ein großer Unfall auf der Autobahn, das ist nun wirklich nicht unrealistisch. Ja? Ich stand in sowas auch schon mehrfach drin in meinem Leben. Und da musste ich zwar keine Ausrüstung dabei haben und es ging auch so gut, aber es wäre doch erheblich beruhigender gewesen, wenn man gewusst hätte, okay, selbst wenn ich hier überhaupt nichts mehr weitergeht, ich habe da hinten noch einen Haufen Equipment, das ist mir notfalls, dass ich wirklich in den Wald abhauen kann und da übernachten kann und da ein paar Tage bleiben kann und alles ist gut und mir droht wirklich keinerlei Gefahr, weil ich meine Ausrüstung dabei habe. Das ist so der Hintergrund. Es ist psychologisch größtenteils. Gut. Ansonsten hat er hier 2 schöne große Seitentaschen, Netztaschen hier für Trinkflaschen oder ähnliches. Nutze ich normalerweise immer für Trinkflaschen, in diesem Fall einmal für Trinkflasche, einmal für kleiner gelber Tod und Axt, Säge. Gleich auf der anderen Seite eben diverse Befestigungsmöglichkeiten, wie man das dann auch noch fixieren kann, ist wirklich toll. Also für so einen leichten, einfachen Rucksack sehr, sehr schön. Und dann gibt es hier vorne drauf noch eine Reißverschlusstasche. Und da ist jetzt derzeit drin hier eine Notration, ein Feuerzeug. Wichtig, zum Konzept mit Feuer machen. Hier ist tatsächlich bloß so ein olles Jetflame-Feuerzeug drin.
Ja doch, funktioniert. Die Flamme ist gerade nicht sehr gut zu sehen. Relativ einfaches Ding, war auch mal ein Geschenk. Also nicht, dass die schlecht sind, ne? Aber ich würde normalerweise jetzt mein Leben nicht von einem vergleichsweise günstigen Feuerzeug abhängig machen. Der Rucksack basiert ja darauf, dass ich sowieso mit meinem Standard-Equipment Auto fahre. Das habe ich eigentlich wirklich immer dabei. Und ich habe allein im Geldbeutel zwei Möglichkeiten zum Feuermachen, am Schlüsselbund zwei Möglichkeiten zum Feuermachen, im Taschenmesser eine Möglichkeit zum Feuermachen. Ich brauche jetzt in diesem Rucksack nicht nochmal fünf. Das ist, also irgendwann ist wirklich gut. Ja, und mein Hut kann auch Feuer machen. Irgendwann reicht es einfach. So, und deswegen nur ein Feuerzeug, damit man es einfach griffbereit hat. Dann ist hier noch ein Löffel drin, weil ich sowieso ständig bei allem, was ich tue, meine Löffel vergesse. Das ist zwar nicht so schlimm, aber es ist manchmal doch ein wenig deprimierend. Und für den Feinarbeiten hier noch ein schönes Schweizer Messer, Typus Wenger mit den üblichen verdächtigen Funktionen. Ist noch mal eine kleine Säge drin, eine Schere, Kreuzschrittschraubenzieher und sonstige Schraubenzieher und natürlich auch eine Pinzette etc. Ja? Das packe ich da jetzt auch gleich wieder rein. Was war da noch was? Oh ja, da ist noch was. Da ist noch hier, Wasserentkeimung. Das ist im Prinzip das gleiche wie Micropur-Tabletten. Das ist auch Hypochlorid-ionenfreisetzendes Chlorgemisch. Den Fachbegriff für das Zeug selber habe ich gerade vergessen, aber das, was desinfiziert, sind Hypochlorid-Ionen. Und ebenfalls ist außerdem noch Silber drin. Das ist einfach quasi Micropur in billig, ne? Und in Tropfen, in flüssiger Form. Also für unterwegs dann nochmal größere Mengen Wasser entkeimen. Und ja, die Flasche reicht für größere Mengen. Das sind ein paar hundert Liter, die du da locker mit entkeimen kannst. Also es reicht für ein kleines Schwimmbecken. Naja, nicht ganz. So, was haben wir da noch unten drin? Hier noch, ach ja, wenn ich gar keine Lust habe, mir irgendwie Mühe zu machen mit Feuer, das ist Trioxan, saumäßig krasser Zunder. Ja, also schon ist ein Militärbereich, wenn du damit kein Feuer angezündet bekommst, dann hast du, machst du definitiv was falsch. Davon habe ich zwei, ich besitze da reichlich von. Vielen herzlichen Dank übrigens auch dafür. Das ist quasi so ein bisschen geschenktes Zeug nochmal herauskramen jetzt in diesem Video, ne? Ich zähle mal kurz auf, was kein Geschenk gewesen ist. Hier, BW-Zeltbahn, selbst gekauft. Die Stangen dazu, selbst gekauft. Diese Flasche, selbst gekauft. Das Entkeimungszeug, selbst gekauft. Glock-Feldmesser, selbst gekauft. Und alles andere, was wir bisher gesehen haben, waren tatsächlich Geschenke von irgendwelchen Zuschauern, beziehungsweise von Freunden und... Das ist schon krass, ne? Irgendwie, wenn man das so drüber nachdenkt. Jo, das packe ich schnell wieder rein. Dann muss ich das nachher nicht nochmal groß einräumen. Da bin ich nicht böse, wenn ich das nachher nicht machen muss. Ja, und das war dann auch die Fronttasche. Und dann machen wir das Ding mal auf. Dann haben wir hier natürlich das große Fach und um das soll es auch gehen. Ist noch ein bisschen unterteilt innen drin. Die Unterteilung nutze ich jetzt aber für diesen Zweck nicht und da fliegt einem schon alles Mögliche entgegen. Zum Schnellmalkochen ohne Feuer zu machen, ein Notkocher 71, also der Notkocher der Schweizer Armee, die kennen wir alle, die lieben wir alle. Also ich hoffe zumindest, dass wir sie alle kennen und alle lieben, wenn nicht. Ich habe die auch schon in diversen anderen Videos im Einsatz gehabt. Ich besitze da jetzt inzwischen einige von, habe ich einfach auf Vorrat rumliegen. Der ist zwar nicht mehr eingeschweißt, aber frisch aufgefüllt mit Nachfüllbrennpaste und ja, funktioniert wunderbar. Da ist noch so ein kleines Gestellchen dran, das setzt man dann oben drauf. Also man schraubt einfach den Deckel ab, ich zeige es euch jetzt doch kurz. Ne? Dann hat man hier drin diese Brennpaste, die hängt jetzt ein bisschen an der Wand, aber ist trotzdem noch genug drin für zwei Mahlzeiten oder sowas. Und bis dahin mache ich dann ein Feuerchen, wenn die alle ist. Und dann setzt man das hier drauf und dann kann man einfach seine Tasse draufstellen und gut ist. Und dann schraubt man, wenn man fertig ist, wirft man den Deckel erst drauf, weil es ja heiß, dann geht es aus, dann schraubt schon fest, wenn es abgekühlt ist, machst das Ding hier wieder unten dran. Und standardmäßig ist da eigentlich noch ein Päckchen Streichhölzer dabei, aber das habe ich jetzt irgendwo anders in Verwendung. Und Trekkingkekse, klassisch, Track and Eat. Dazu eine kleine Anmerkung. Track and Eat, Trekkingkekse sind leider doch nicht ewig haltbar. Ich dachte immer, sie halten tatsächlich ewig. Ich habe aber jetzt in meinem Haufen, ich habe verschiedene MHDs, ich habe verschiedene Chargen von diesen Keksen und eine schmeckt beschissen. So als ob sie irgendwie, keine Ahnung, bei Benzin im Prepperbunker gelagert worden wäre. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob das eine ist, die ich mal geschenkt bekommen habe oder meine eigene oder eine von meinen eigenen. Und ich muss mal irgendwann so lange die Dinger aufreißen, bis ich rausfinde, welches MHD
Die sind, die kacke schmecken, weil ich habe auch noch ein paar, die sehr gut schmecken. Also das Ding werde ich vielleicht zu Hause mal schlachten, einfach um zu gucken. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Schweizer Variante der Trekkingkekse hier noch in Ordnung ist. Da wüsste ich nicht, was mit denen passiert sein soll. Die sind allerdings nur noch bis 2020 offiziell haltbar, aber wenn die Packung nicht kaputt ist und bei den Keksen nicht irgendein komisches Missgeschick passiert ist, gehe ich schon davon aus, dass die eigentlich relativ lange halten. Außerdem habe ich am Essen noch zweimal Trek & Eat, weil das daheim auch noch rumliegt. Ich habe ja Trek & Eat dahingehend abgeschworen, dass ich das nicht mehr kaufen möchte. Aber ich habe sie halt noch rumliegen und deswegen habe ich sie in den Rucksack gepasst. Ist halt praktisch, immer eben heißes Wasser machen, reinkippen, umrühren, fertig was zu essen. Es waren mal drei, eine habe ich schon gemampft, womit wir bei der dritten Sache wären, die ich aus diesem Rucksack schon verwendet habe. Dann kommt Schlafisomatte, Schlafunterlage. Ne? Das hier ist eine extra kurze Isomatte, ein ganz billiges Ding aus dem Decathlon, habe ich mir irgendwann mal gekauft, weil ich neugierig war, ob man mit so einem billigen Ding eigentlich was anfangen kann. Da war noch etwas Luft drin. Die ist in Ordnung. Die ist wirklich völlig in Ordnung. Für Temperaturen so bis 3, 4, 5 Grad reicht die auch schon aus. Also eher 5, 4, 3 Grad so rum. Man muss halt gucken, dass man noch irgendwas hat, wo man seine Beine drauflegen kann, weil sie halt zu kurz ist. Ich habe immer kurze Isomatten bei diesen aufblasbaren Dingern. Die ist nicht sonderlich leicht, die ist nicht sonderlich super, aber die war vor allen Dingen billig und ich benutze die anderweitig nicht mehr. Also hier in den Rucksack. Und sie ist halt klein und passt da dann rein. Wenn ich da jetzt mir noch außen eine fette Isomatte dran knalle, das geht zwar auch, aber ich habe auch nur ein kleines Auto, muss man wissen. Ich würde also nicht im Kofferraum irgendwie so einen gigantischen 100-Liter-Rucksack im Sinne eines Inch, es gibt da ja diese lustigen Begriffe in der Prepper-Szene, ein Inch ist ein I-Never-Come-Home-Rucksack und ein Get-Home-Bag soll dir eigentlich quasi nur helfen, mal eben nach Hause zu kommen. Ich interpretiere das Konzept vielleicht ein bisschen anders, als es ursprünglich gedacht ist, aber was auch immer, das war jedenfalls die Isomatte. Die ist übrigens auch selbst gekauft. Dann wichtig, ein verdammter Pulli. Ein Pulli ist was, was mir so oft fehlt, weil ich mal wieder denke, ach, so kalt wird schon nicht sein, insbesondere wenn ich in den Schwarzwald hochfahre, vergesse, dass ich damit ungefähr 900 Höhenmeter nach oben fahre, je nachdem, wo ich hin will, vielleicht sind es auch nur mal 800 oder 700, aber trotzdem, oben ist es massiv kühler und ganz oft denke ich da einfach nicht dran und bin auch überrascht, wie kühl es im Sommer oder im frühen Sommer vor allen Dingen da oben eben noch ist und das ist ein alter, nicht besonders hübscher, stinknormaler, billiger Fließpulli. Hier mit so einem schön aufgerauchten Innenfutter. Aber der hat halt wirklich massiv Material, der wiegt auch ein bisschen was und der ist wirklich richtig schön warm und eine zusätzliche Pulli-Schicht, eine zusätzliche Isolationsschicht. Da ich ja auch nicht völlig unadäquat angezogen irgendwo hingehe, da kann man zum Teil kann man da auch problemlos im Auto einfach so übernachten, einfach den Pulli noch zusätzlich anziehen, einfach im Auto liegen bleiben und pennen, überhaupt kein Problem. Aber ein zusätzlicher Pulli ist meiner Meinung nach wirklich einer der wichtigsten Gegenstände, die man noch irgendwie im Fahrzeug hinten drin hätte rumliegen lassen sollte und wirklich für alle möglichen Situationen ist der praktisch, ne? Auch um ihn irgendjemand anders auszuleihen. So, da wir hier sehen, dass das nicht wirklich ein vollständiges Schlafschelter ist, wenn man es niedriger macht, dann geht es zwar, aber wenn es allzu viel regnet, ist das auch wieder blöd. Davon abgesehen habe ich auch keine Regenkleidung hier nochmal drin. Wenn ich mich bei Regen also fortbewegen möchte, bei Starkregen, ohne gleich völlig durchzuweichen. BW-Poncho, ne? Mit dem wird man zwar innen drin bald genauso nass wie draußen, wegen Kondenswasser etc. pp. Aber den kann ich jetzt wunderbar hier noch an den Dingern hier eben entsprechend einhängen und mir den noch zusätzlich abspannen. Dann habe ich hier vorne quasi auch nochmal ein Dach und dann habe ich nahezu ein Zelt, als ob man mit zwei Zeltbahnen eben entsprechend gearbeitet hätte. Zwar nur nahezu, aber das ist schon wirklich ein super Wetterschutz. Das spare ich mir jetzt allerdings, das aufzubauen. Das zeige ich euch mal vielleicht irgendwann. Und man kann sich draufsetzen, man kann sich auch drin einwickeln. Apropos einwickeln, warum BW Zeltbahn? Das Ding ist aus Baumwolle. Das ist an sich natürlich nicht so toll, weil es per se nicht so wasserdicht ist wie natürlich irgendeine Plastiktüte. Aber das ist auch genauso gut eine Decke zum drin einwickeln. Also auch eine Decke, um wieder im Auto entsprechend zu schlafen. Oder man wickelt es um den Schlafsack. Ja, es kommt auch noch ein Schlafsack natürlich. Und hat dann quasi einen Biwaksack. Fast schon. Ne? Natürlich nicht hundertprozentig wasserdicht, aber wenn du hundertprozentig wasserdicht haben willst, dann machst du das da auch noch drüber. Also wenn es ganz, ganz schnell gehen will, dann kann ich mir einen 3-Lagen-Schlafsetup eben mit den diversen Dingen, die ich zum Drumwickeln noch dabei habe, bauen. Und so eine BW-Zeltbahn ist einfach sehr universell einsetzbar, noch ein bisschen universeller als ein Polyester oder Silnylon-Tab oder irgendwie sowas in der Richtung. Hier ist noch eine Schnur für alle möglichen Dinge.
Ja, und tatsächlich war es das dann auch schon. Da kommt dann nämlich noch der Schlafsack. Das ist mein alter Vaudet-Schlafsack. Das ist mein allererster halbwegs professioneller Outdoor-Schlafsack, den ich mir gekauft habe. Der hat hier auch einen schönen Wärmekragen drin. Hier kann man den Wärmekragen schön sehen. Ne? Und ja, der ist heutzutage natürlich jetzt nicht mehr sonderlich warm. Oder? Und der wird die ganze Zeit komprimiert jetzt im Rucksack gelagert. Das Schöne ist, bei Kunstfaserschlafsäcken, die werden schlechter, wenn man sie ständig komprimiert lagert. Ja, aber es gibt auch ein Minimum an schlecht. Also irgendwann ist das Ding so komprimiert, dass es natürlich nicht mehr den Loft aufbaut, den es mal hatte, als es neu war. Aber irgendwann kommt der Punkt, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass es nicht mehr schlimmer wird. Und das Teil hier, das hat fast 20 Jahre auf dem Buckel, da passiert nicht mehr viel in Sachen schlimmer werden. Und ich kann da wirklich noch bequem drin schlafen, so mit bis 5 Grad wirklich problemlos, auch ohne groß noch Klamotten zusätzlich anziehen. Und wenn es kälter als 5 Grad wird, na, hier, da einwickeln, hier Poncho einwickeln, mit dem Pulli hier gegebenenfalls noch ein bisschen experimentieren. Natürlich kann ich mit diesem Rucksack jetzt nicht bis beliebig krasse Minustemperaturen unterwegs sein, aber ich habe mir gedacht als Ergänzung, dass ich im Winterhalbjahr einfach noch mal eine zusätzliche Wolldecke in den Kofferraum neben den Rucksack schmeiße, und dann habe ich wirklich derartig viele Schichten an Isolationsmaterial, und wenn man dann im Auto selber pennt, vorausgesetzt das geht halt jetzt gerade noch, dann hat man wirklich ganz gute Karten, um über alle halbwegs realistischen Temperaturen, die in Deutschland so auftreten können, so noch zumindest ein bisschen durch die Nacht zu kommen. Muss nur unterwegs mal ein bisschen aufstehen, ein bisschen bewegen etc. pp. Also dass man zumindest einigermaßen klarkommt. Keiner hat ja gesagt, dass das besonders komfortabel sein muss. Essen mit den beiden Päckchen Keksen, der Notration, die vorne drin ist, die ich jetzt nicht nochmal auspacken möchte, und zweimal Track and Eat. Mit entsprechender Rationierung komme ich damit ganz gut 2 Tage zurecht. Ja, also Essen für 2 Tage ist quasi der Plan gewesen, dass ich ja nochmal ein drittes Ding drin hatte. Vielleicht schmeiße ich irgendwann nochmal ein drittes dazu. Der Rucksack ist dann aber schon arg voll, also aus Platzgründen ist er eigentlich voll gewesen jetzt. Also das dritte muss er wirklich noch arg quetschen, damit das noch reingeht. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Für 2 Tage reicht. Und dann kann man auch, das ist auch einfach halt für Nicht-Notfälle ganz praktisch, wenn du beispielsweise sagst, ach nö, jetzt an der Autobahn schon wieder hier teuer Schnitzel bei Tank und Rast futtern, dann mache ich mir in Gottes Namen einfach wirklich mal so eine Tüte, ne? Für die habe ich ja nichts, das sind ja auch noch irgendwelche geschenkgekochenen Sachen. Dann mache ich mir halt mal so eine Tüte, schmeckt auch ganz okay, auf der Autobahnraststätte einfach schnell ein bisschen heiß Wasser machen, auf diesem hier zum Beispiel, in so eine Tüte reinkippen, umrühren, ziehen lassen, fertig, mampf, 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 alles gut. Also auch das ist natürlich eine Option, ja. Also es muss nicht immer nur Notfall sein, genauso wie der Pulli immer dabei zu haben, einfach eine gute Idee ist, dann muss auch nicht erst ein Notfall sein, dass ich so einen Pulli brauchen kann. Und ich habe ja mein EDC-Täschlein habe ich ja noch zusätzlich dabei. Ich habe also auch noch Rettungsdecken. Ja, sonst noch was? Ach ja, richtig. Wo ist das Erste-Hilfe-Zubehör? Wir reden hier von einem Rucksack, der die ganze Zeit im Auto rumliegt. Wenn da irgendwie ein Unfall, ein Notfall etc. pp. Ist, was hat jedes Auto bei uns in Deutschland? Einen Verbandkasten. Ja? Und wenn ich jetzt vorhaben sollte, mein Auto zu verlassen, weil ich mich irgendwie zurückziehen möchte in die Wälder und der Meinung bin, noch Erste-Hilfe-Material mitnehmen zu wollen, deswegen ist der Rucksack auch, hat der Rucksack noch etwas Platz im Deckelfach. Ich könnte im Deckelfach also noch relativ problemlos und auch in der Fronttasche noch so ein paar Verbandspäckchen reinstopfen, ein paar Pflaster reinstopfen etc. pp. Noch ein bisschen Erste-Hilfe-Material unterbringen. Nur ist das standardmäßig halt nicht drin, weil macht wirklich keinen Sinn. Ja? Natürlich kann man jetzt sagen, okay, aber was ist, wenn dein Auto in Flammen steht und du gerade noch so rausspringen kannst und gerade noch deinen Rucksack rauszerren, dann hast du keine Zeit mehr, zusätzlich noch deinen Erste-Hilfe-Kasten rauszuzerren. Das stimmt. Ja? Schuldig im Sinne der Anklage. Ne? So, jedenfalls das wäre jetzt das Ding hier gewesen. Wie gesagt, zur Philosophie, ob man sowas braucht, kann man sich streiten. Aber ich möchte noch mal betonen, ich habe dafür keinen einzigen Cent ausgegeben. Ja?
Also null Geld hat mich das jetzt gekostet, weil es entweder uraltes Zeug ist oder halt die luxuriöse Situation, dass ich halt so ein Kram geschenkt bekomme. Ne? Übrigens, nochmal betonen, Privatgeschenke. Das sind jetzt nicht irgendwelche Werbeverträge mit sonst wem, wer noch nicht länger bei mir zuschaut. Ich mache keine Kooperation mit welchem Unternehmen auch immer. Es gibt allerdings hin und wieder mal nette Menschen. Vielen herzlichen Dank. Also insbesondere denjenigen, die hier jetzt Dinge, die sie mir geschenkt haben, wiedererkennen. Und ich werde die auch nach wie vor in Ehren halten. Und kleiner Wink mit dem Zaunfall, werde auch nicht auf die Idee kommen, irgendeinen Flohmarkt mit Dingen, die mir geschenkt wurden, zu machen. Jedenfalls, das fand ich nicht so gut. Aber egal. Jedenfalls gibt es halt Leute, die mir da hin und wieder was zukommen lassen. Und das finde ich wirklich ganz, ganz großartig nach wie vor und möchte mich da nochmal herzlich für bedanken. Und insbesondere, und das muss ich an dieser Stelle noch anmerken, für den Rucksack, weil der ist noch relativ neu und zudem habe ich noch kein Dankeschön-Video gedreht, werde ich in diesem Fall jetzt auch nicht machen, sondern darauf hinweisen, wie ich diesen Rucksack jetzt zu nutzen gedenke, nämlich genau hierfür. Ich finde ihn dafür wirklich ideal. Er hat die genau perfekte Größe, um eine solche Ausrüstung, wie wir sie jetzt gerade gesehen haben, da eben entsprechend unterzubringen. Und das finde ich wirklich, also dafür finde ich den wirklich tipptopp. Und er ist auch wirklich schön angenehm zu tragen über kurze Distanzen, eben bei dem Gewicht. Er ist auch angenehm zu tragen über lange Distanzen, wenn man weniger Zeug drin hat. Ach ja, und das wollte ich auch noch sagen. Sollte ich jetzt vorhaben, eben eine längere Strecke zurückzulegen, meinetwegen wirklich von der Wildnis, warum auch immer ich mit dem Auto in der Wildnis stranden soll, aber von der Wildnis zurück in die Zivilisation zu latschen, dann würde ich natürlich so schwere Dinge daraus nehmen, weil ich zum Beispiel für eine Wanderung durch die Wälder, wenn ich mit dem Ziel irgendwo hinzukommen, keine Säge brauche. Und dann brauche ich auch keinen kleingelben Tod. Dann brauche ich auch keine Tarpstangen, da kann ich auch Äste nehmen. Ich brauche da nicht mal Heringe. Ich würde vielleicht diese Flasche, ja, die würde ich schon noch mitnehmen. Gegebenenfalls lasse ich die Tasse zurück. Das Essen habe ich ja irgendwann aufgegessen. Den Pulli ziehe ich gegebenenfalls an oder lassen zurück, wenn Sommer ist. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es schon noch Anpassungsmöglichkeiten. Dann ist der Rucksack doch sehr schnell, sehr viel leichter. Oder ich sage, ich nehme nur den Ponch. Nur den Poncho mit und verzichte auf diese scheißschwere Zeltbahn. Also, ne? Also zum Laufen geht auch. Man kann sich mit dem Ding schon fortbewegen. Man muss ihn dann nur eben ein wenig anpassen. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich wieder alles reinkriege und dafür muss der Schlafsack gut gestopft werden. Aber das müsst ihr euch nicht noch angucken. Ja, das wollte ich euch jedenfalls zeigen. Licht wird auch nicht besser und dementsprechend trete ich, sobald ich hier wieder alles zusammengepackt habe, was auch relativ fix geht, den Rückweg wieder an. Nur die Zeltbahn wieder schön zusammenfalten und schön aufrollen. Das ist immer im Wald ein bisschen schwierig. Dann rollt man automatisch noch ein bisschen Moos rein und Laub. Und ja, ich komme schon wieder ins Palavern. Ja. Und ja, zweiter Teil hierzu, ein offizieller zweiter Teil. Dann noch mal ein bisschen Philosophie zu solchen Survival-Situationen etc. pp. Und so weiter. Da gab es auch in letzter Zeit wieder ein paar Kommentare, die mich einfach dazu bringen, dass ich mich dazu noch mal ein bisschen ausführlicher äußern möchte. Und deswegen habe ich sie jetzt gerade auch kurz gehalten. Tschüss. Machen wir Schluss, sonst ufert das noch aus.